Hallo Ferenc. Hallo Thomas, hallo liebe Schachfreunde. Schön, dich zu Ja, sehen. wir Das sind. sieht ja wieder nach Taktik aus hier. Naja, Taktik ist es diesmal nicht ganz, Thomas. Eher so, ja, Strategie oder was fällt einem auf, wenn man so auf die Stellung schaut. Aber im Titel oder auf den Thumbnail habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen, worum es geht. Es geht hier um den schwarzen Turm auf B5. Der hat hier kein leichtes Leben. Mir ist Okay. das aufgefallen, weil ich so ein bisschen die Bundesliga-Partie nochmal durchgespielt habe. Und hier haben wir ein Beispiel vom 28. September. Und ihr seht es hier eingeblendet zwischen den beiden Großmeistern Andersen und Jovanovic. Und ja, im Prinzip, wenn man sich die Stellung betrachtet, müsste einem sofort auffallen, der Turm auf B5, der steht furchtbar unglücklich. Also Weil der der hat. Wirkungsradius ist einfach sehr beschränkt, ne? Ja, genau. Also, richtig, genau. Und im Prinzip, wenn jetzt Schwarz dran ist, und Schwarz ist ja hier auch gleich dran, aber Weiß macht erst einen Zug. Also wir machen erstmal den Weißen Zug. Machen wir es mal so. Wir machen mal den Weißen Zug. Der Weiße hat Läufer D2 gespielt. Und wir fragen uns immer, was droht jetzt der Gegner mit Läufer D2? Und der Gegner droht C4. Und nach C4 hätte der schwarze Turm nur noch zwei Felder, C5 und B6. Wenn er nach B6 geht, sehen wir alle sofort, folgt Läufer A5, Festlung, Turm ist weg. Na? Wenn der Turm nach C5 geht, folgt Läufer B4, Turm hat wieder keine Felder, Turm ist wieder weg. Na? Deswegen hat der Schwarze jetzt König C8 gespielt. Der Zug hat die Idee, dass nach C4 kann er dann quasi Turm B6 spielen. Um Ach der nee, genau. Fesselung Ich quasi dachte, er aus ist dem nach. Weg zu gehen dann. Genau. Ich dachte, er ist nach C8 gegangen, Thomas, in der Partie. Nee, doch, er ist nach C8. Also, wenn du die Partie Oh ja, weiter ich ein. habe, ach so, nee, Entschuldigung, da war jetzt so rum, ja, richtig. Genau, richtig. Genau, also. Wir gucken jetzt mal weiter an, König C8. So, und im Prinzip, momentan ist die Situation folgende: Weiß spielt im Prinzip fast wie ein Turm mehr, aber natürlich nur so lange, wie sich der schwarze Turm wieder befreit hat. Das heißt, jetzt geht es um Tempo, es muss noch schnell sein. Auf der D-Linie kann unser weißer Turm nichts anstellen, weil die Einbruchsfelder sind überdeckt. Das heißt, wir schwenken jetzt auf die F-Linie, das heißt Turm F3, der Zug von Weiß. Wir wollen auf F7 einsteigen. Richtig. Läufer und Bauer dann bedrohen und den Turm besser stellen. Schwarz hat den Zug K5 gespielt. Um quasi, wenn der, weil der Turm ja jetzt auf jeden Fall hier hochkommt, dann sowas wie. Na gut, wir sehen es ja gleich eh, aber wahrscheinlich Läufer F6, ne, weil dann wird halt nichts verloren. Richtig, genau. Läufer F6. Und jetzt gibt es aber noch einen sehr schönen Zug und ihr zu Hause könnt gerne überlegen, jetzt gibt's, wie kann oder was hat jetzt Weiß gespielt? Ja. Also im Moment sieht es ja fast so aus, als ob man denken könnte, es geht nicht so richtig weiter. Aber es geht weiter. Sehr, sehr schönen Zug. Und daraufhin hat dann wieder Weiß Vorteil. Bin gespannt. Und jetzt lösen wir es auf. Läufer A6 müsste gekommen sein, Thomas, ne? Nee, da ist noch ein Zwischenzug drin. Es kommt König B2, Ferenc. Oh, okay. Also, er hat noch König B2 gespielt, sorry. Schwarz hat C5 gespielt. Okay, und jetzt kommt Jetzt dieser sehr, kommt, sehr schöne. wie angekündigt, genau, Läufer H6. Okay. Ich habe inzwischen auch gerafft, warum König B2 wichtig ist. Ich würde es kurz erklären Erklär wollen. es uns, ja. Und zwar, wenn wir gleich Läufer H6 spielen würden. G schlägt H6. Turm schlägt F6, könnte Schwarz Turm B4 spielen und greift den Bauern auf E4 an. Und den E4 Bauern könnten wir aber decken, wenn wir C4 haben. Den haben wir aber an der Stelle nicht, weil der Bauer auf B3 hängt. Wir führen das jetzt mal kurz aus, damit wir auch sehen, wovon wir sprechen. Genau. Genau, und jetzt hätte Schwarz Turm B4.
Und wir kriegen den Bauern auf E4 nicht wirklich gedeckt. Wenn wir jetzt C4 spielen, dann hängt der Bauer auf B3. Mit Schach auch, ja. Ja, auch ja. Und wenn wir aber den König auf B2 haben, so einen König schon auf B2 haben, haben wir den Bauern auf B3 Ja, gedeckt. genau, Das heißt, darum wir haben geht's. dann die Das habe ich Möglichkeit. verstanden. Also, dass quasi nach, am Ende dieser Sequenz, wenn der König hier steht, kann, geht eben Turm schlägt B3 nicht mehr. Genau. Also wichtiger Zwischenzug, habe ich jetzt fast unterschlagen, sorry. Genau, aber daran ändert C5 nichts. Deswegen geht jetzt Läufer H6. Genau, jetzt geht halt mindestens ein Bauer verloren. Ja, auch wenn G schlägt H6 kommt. Machen wir bitte die Partie weiter, Thomas. Es kommt C4. Genau, jetzt nehmen wir den Bauern auf G7. Ja, und jetzt wäre, glaube ich, das Beste gewesen für Schwarz, wenn er ins Turm ins Spiel gegangen wäre. Aber das ist wahrscheinlich auch, ist nicht nur wahrscheinlich, das ist auch verloren, ja. Er hat, glaube ich, Läufer G5 gespielt Genau, und jetzt noch. Läufer G5, ja. Ja, lass uns mal noch ein, zwei Züge angucken und Weiß hat die Partie ziemlich souverän gewonnen. Ich glaube, König C3 war jetzt der nächste Zug, Genau, ne? König C3, C schlägt B3, C schlägt B3, Ja. Läufer E3. Ja, Weiß gewinnt einfach. Ja, vor allen Dingen, also sieht man ja jetzt schon, Weiß hat jetzt eigentlich überhaupt keine Probleme, seinen Vorteil zu, also einfach zu manifestieren, die Figuren, sage ich mal, in Stellung zu bringen, die Bauern nach vorne zu schieben, oder? Also. Ja, und ich denke mal, Turm F5 kommt demnächst auch noch von Weiß und dann hängt ja wieder E5 und H5 fängt ja wieder zu Ja. verloren. Das heißt, wieder mindestens einer verloren. Von dem Punkt her ist das Endspiel hoffnungslos. Genau. Oder Turm 6, okay, noch besser. Alles klar. Das ist natürlich noch besser, ja. Okay. Ja, also tatsächlich jetzt auch von Stockfisch schon plus 4,4 bewertet. Total gewonnene Stellung. Chancenlos. Ja, warum habe ich euch das Beispiel gezeigt oder uns das Beispiel gezeigt? Weil das war meiner Meinung nach ein eindrucksvolles Beispiel gewesen, wenn so ein Turm abgeschnitten ist, ne, wie man daraus den Nutzen ziehen kann, indem man quasi, der schwarze Turm ist schlecht und der weiße Turm ist gut. Der ist im Moment noch nicht gut auf D3, aber wenn er fängt es über F3 und dann auf der F-Linie einsteigen will, dann wird er halt richtig gut. Ja. Und wie gesagt, für einen kurzen Moment ist es wie, wenn Weiß mit dem Turm mehr spielt. Ja. Letztendlich, Und weil der schwarze Turm so eingeschränkt ist in seinem Radius. weil der so blöd steht, dass der im Moment gar keinen Zug hätte, ja. Und auch immer droht am Anfang, das beispielsweise ja so, der droht ja sogar verlustig zu gehen, ne? Also gefangen zu Ich habe werden. es gerade nochmal hergeholt, da droht er jetzt diese Frage mit C4, ne? Richtig, genau. Also für uns, wenn wir am Brett sitzen in der Praxis, wie können wir sowas sehen? Also im Endeffekt darauf achten, wie aktiv welche Figuren stehen, oder? Naja, man merkt das schon, wenn man so durchzählt, oder was heißt durchzählt, wenn man dann so sieht, oh, Moment mal, wenn mein Gegner die Figur angreift und ich habe nur noch so zwei, drei Felder, also in der Theorie gesprochen, zwei, drei Felder, und dann stelle ich vielleicht noch fest, naja, das Feld habe ich ja eigentlich auch nicht wirklich, weil ja dann das und das kommen würde, dann wird es schon eng und dann sollte man sich schon mal Gedanken machen, und vielleicht dann das schon vermeiden. Wenn man zu wenige Felder mit einer Figur hat, dann wird es kritisch. Ja. Und dann da im Vorfeld schon Gedanken machen und sagen, nee, dann muss ich mir ein anderes Feld von Anfang an suchen, dass ich da einfach mehr Felder mathematisch zur Verfügung habe, wie jetzt hier in dem Beispiel. Hatte ich ja gesagt, nach C4 hätte man in der Theorie ja noch C5 und B6, also zwei Felder, was auch nicht ist. Aber die hat man ja in der Praxis auch nicht, ja, weil dann ja auch Material verloren geht. So würde ich das Das beschreiben. heißt, umgekehrt aus Angreiferperspektive, wenn man feststellt, der Gegner hat seine Figur so positioniert, dass er generell eingeschränkt bzw. unfrei ist, hat man, auch wenn man die Figur jetzt gerade nicht gewinnen kann, sozusagen, spielt man so lange mit der Figur mehr, bis die Figur wieder aktiv teilnehmen kann. Ja, Kann man so so würde ich es sagen. auch sehen. Ja, Okay. würde ich unterschreiben. Ja. Ist sehr spannend und erinnert mich an was, was ich letztens in einem
also in einem YouTube-Video gesehen habe, wo es um vergleichbare Thematik ging. Da hieß es, wenn eine Figur, die quasi die feste Aufgabe hat, eine minderwertige Figur zu beschützen, dass es quasi vergleichbar ist mit einer Situation, wo der Gegner diese Figur mehr hat. Kann man das so ein bisschen übertragen? Also ist ja jetzt eigentlich ein sehr, also ein sehr, ich komme da jetzt drauf, weil es eine ähnliche Herangehensweise ist, quasi weiß hat diesen Turm jetzt nicht, also kann den Turm ja nicht gewinnen, aber hat dennoch im Prinzip diesen Stellungsvorteil einfach, als wenn der Turm fast nicht vorhanden wäre. Ja, genau. Ist auch wieder so ein Beispiel im Prinzip für eine aktive Figur versus eine passive Figur. Auch so könnte man noch benennen. Genau. Okay. Super, Ferenc. Ich danke dir und ich danke euch allen fürs Zuschauen. Vielleicht, wer noch nicht abonniert hat, könnte das Video abonnieren. Wir warten immer noch auf den 400. Abonnenten und es wäre natürlich große Klasse, ne? Genau. Also macht's gut, viel Macht's Spaß, gut. ne?